Vielleicht darf sie auch nicht zu doll reinstecken. Weil ich dann die Spitzen im Haus habe und mich das wahrscheinlich dann zerberstet. Machen wir uns das Schmuck hier. So, dann haben wir das. Wir haben Knochen. Tja, gute Frage mit dem Feuer, ne? Irgendwas. Doch, wird halt auch aus Stoff noch gemacht. Wir gucken mal eben. Ob ich da irgendwie Stoff noch reinpacken kann. Vielleicht ist es auch, vielleicht wird das dahin. Wow, okay, das ging schnell. Muss ich das da runter tun? Vielleicht ist der Ofen auch nicht gemacht für Essen. Daraus. Aha. Okay, das ist nicht dafür gedacht. Ein für mich. Wir müssen ja testen. Jetzt Kohle dahinter. Das wird nichts, ne? Auch in Ordnung. Gut, dann brauchen wir noch sowas wie ein Lagerfeuer bestimmt. Klamotten kann ich mir auch herstellen noch. Werkbank wäre schon nicht schlecht, ne? Da sind wir auch auf einem guten Weg. Dadurch, dass ich das jetzt hier entdeckt habe. Und das hier machen kann. Guck mal, da haben wir so viel dadurch. Lassen wir jetzt erstmal. Kohle lasse ich erstmal da. Gründen machen wir mal aus. Das Holz wieder mit. Ich nehme eine Werkbank bauen. Werkbank, Werkbank, Werkbank. Zack. Bett. Oh, ein Bett machen wir auch noch. Oh, Nägel. Stellen wir den Nägel mal hin. Wir schnimmen dry. Was? Ich wusste es. Ich wusste das. Mit der Axt. Ich weiß nicht, wie man es dreht, sonst will ich es machen. Zack, Crafting. Okay. Crafting Bench. Alrighty. So, Medikit getten wir jetzt mal hier.
Gut auch. Das haben wir schon. Und die Chest packen wir schon mal ein bisschen was. Die Batterien hier. Dieses. Davon den Rest da rein. Eine Basic kann auch erstmal da rein. Samen können da rein. Der Crab kann da rein. Alles da rein. Das animalische Fett. Bohnen. Das nur da rein? Was ist das? Powder? Okay. Gunpowder wahrscheinlich, ne? Jetzt mal ein leckeres Brot gönnen. So, Wasser brauchen wir. Habe ich, glaube ich, auch gerade gekriegt, ne? Dachte ich zumindest. Habe ich nicht eben eine Flasche bekommen? War doch eben so eine. Wo war das? Hier, Food. Da war doch eben zwei Wasserbuddeln mit bei. Also das Fleisch fehlt und die Wasserbuddeln. Hier auf den Boden gefallen? Wahrscheinlich hatte ich nicht genügend Stauraum und er hat es einfach verworfen. Das ist natürlich belastend. Dann machen wir das aber mal auf hier. Keine Ahnung. Eat. Naja. So, also, wenn ich das jetzt richtig sehe, kommt es hier auch ganz viel auf Craften an. So, dafür brauche ich das, das und das für eine AK. Aber jetzt habe ich Muni für die Aswahl gefunden. Beziehungsweise auch für die M4. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich mir die M4 schon bauen kann. C4 kann ich mir auf jeden Fall bauen, auch wichtig. Also ich habe 3 Skillpunkte, das heißt, wir machen das jetzt hier rein. Mehr Erfahrungspunkte, mehr Skillpunkte, mehr Skillpunkte, mehr Skill. Genius! So. Schaufel. Aber Munition kann ich mir jetzt nicht craften. Ja, okay, Munition muss ich finden. Kann man das so einen Garten machen? Kann ich ein bisschen meine Tomaten anpflanzen? Das gönnen wir uns eben noch, so einen Garten. Was brauchte ich dafür? Holz und Seil. Habe ich sogar dabei, alles klar. Never mind. Gucken gleich nochmal darüber. Bin noch gespannt, wofür wir Schwefel brauchen. Also jetzt bin ich gerade so drin im Game, finde ich. Weil ich jetzt auch die Base da fertig habe. Mit so ein bisschen Shishi und Shushu. Das hier. Ist auch zumindest mal irgendein. Aha. Das ist das, was ich sammeln soll. Alles. Dann schließen wir den Quest jetzt auch noch ab, wunderbar. So, das. Ach, man kann doch Steine auf dem Boden finden. Ja, moin. Müssen aber genau so aussehen. Okay. Gott liegt ja auch einfach rum. Quest complete. Schön. Dann haben wir das auch.
Muss ich mir dafür jetzt wieder was abholen? Quest, 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 Quest. Sehe ich jetzt nicht. Ach doch, da jetzt. Level up your character. Skill points. Okay. Sind schon Level 3, ne? Ich hoffe, das hat er berücksichtigt. Genau, wir wollten uns einen Setzkasten machen. Da dann den Scheiß da sehen. Im Seed. Gut, das ist unterschiedlich. Machen wir jetzt hier einen kleinen Garten. Watercatcher wäre auch nicht schlecht, ne? Ach, so klein. Wo machen wir uns denn unser Garten direkt, wenn wir rauskommen? Ja, ne? Machen wir es mal hier so. Zack. Select plant. Tomato. Ja. Oh. Okay, add water kann ich noch nicht machen. Need water. Ergibt Sinn. Brauchen wir sowas wie ein Water Catcher. Hab's aber noch nicht regnen gesehen, ne? Das ist ein Problem. Seil. Oh, wir brauchen mehr Seil. Woraus mache ich nochmal Seil aus Clothes, ne? Und Clothes kriege ich aus. Gut, wir müssen töten. Ich mache aber die Tür zu. Ne? Safety first. Vielleicht hat er ja nochmal ein paar Barrikaden für mich. Der Pimmel, ey. Der Barrikaden. Warte mal. Können wir nicht Stoff jetzt herstellen mit dem Harvest-Kram, ne? Ach, einen Generator kann ich mir auch noch bauen. Perfekt. Ja, Rope. Stick. Stoff kann ich mir nicht herstellen, ne? Schade und belastend. Also der Wegpunkt nervt mich jetzt. Kannst du den mal wegnehmen da bitte? Danke. Aber der ist jetzt kein neuer. Nö. Was war das? Ach so, oh, Radioaktivität. Kann ich was gegen die Radioaktivität machen? Ich da irgendwie mit Klamotten irgendwas bewirken? Eigentlich nicht, ne? Brauche ich schon so einen richtigen Anzug, würde ich sagen. Okay, das ist ja Müll. Gerade mit der. Kann ich da ja gar nicht looten gehen. So, das nächste hier in der Nähe. So ein Motel. So, mach mal eine Markierung bitte. Also die Markierung klappt noch nicht ganz so gut. Gut, aber dann gehen wir ins Motel. Nützt ja nix. Gucken wir währenddessen, dass wir hier irgendwas noch mitsammeln können vielleicht, was wir noch nicht kennen oder Harvest. Was ist das? Gras. Liegt über noch Wood rum. Wood, ungeschlagenes oder geschlagenes Wood nehme ich sehr gerne mit. Hier den Stein nehme ich auch mit. Bada bing, bada boom.
Es ist richtig Angst, nenne ich das jetzt mal, macht das Spiel jetzt nicht, ne? Also es ist einfach nur da. So ein bisschen Run and Explore, so ein bisschen erkunden, ein bisschen ankicken. Weil bisher ist es jetzt noch nicht so schwierig zu überleben. Schneller als du, du Hirsch. Ja, geh ins Wasser. Bist mir hilflos ausgeliefert. Bam. Okay. Also, ich denke, wir sind uns einig, dass das Spiel eindeutig noch Verbesserungspotenzial hat. Jetzt werde ich dein Blut trinken. Ja, dein Blut werde ich aussaugen. Ich finde geil, dass man an der Stelle, wo man getrunken hat, nicht mehr trinken kann. Fühle ich ein bisschen, weil das Wasser ist ja da weg, dann, weil ich es getrunken habe. Völlig logisch. Vielleicht liegt es auch an mir, vielleicht muss ich mich nur rumdrehen. Hier kann ich jetzt wieder trinken. Genau. Machen wir uns noch ein bisschen. Das reicht. So, hier finden wir bestimmt was Hilfreiches. Autos sehr, also Autos loote ich hier sehr gerne. Easy, zwei Generatoren. Guck, habe ich wieder einen zum Fahren. Die laufen auch ständig. Ja, ich glaube, das liegt halt daran, dass sie hier ständig laufen, weil es eine sehr heiße Gegend und die lassen die Motor einfach laufen, damit die Klimaanlage halt reinkickt, ne? So. Vitamine, fertig. Auch geschafft. Ja, da läuft einfach immer die Klimaanlage, deswegen ist es auch sehr schön kühl da drin. Habe ich das jetzt auch schon? Ja, ne? Oh, in Häuser gehe ich ja ungern rein. Da werden wir immer schlecht bei. Wir schleichen. Munition. Ich sag mal so, ich weiß ja nicht, ob es dazu kommen wird, dass hier Dinge respawnen. Aber wenn die nicht respawnen, dann habe ich ein Problem. Wenn sie respawnen, sehe ich überhaupt kein Problem, hier zu überleben. Und es könnte halt sein, dass es tatsächlich eher ein PvP-Game ist, ne? Oh. Guck mal, das ist dann wieder schön. Machen wir mal an hier. Klick, klick. Was? Warum macht er nicht? Hallo? Ich suche hier die richtigen Tasten zu finden. Schon. So, jetzt könnten wir aber mit dem Auto, könnten wir in meine Basis fahren. Ich habe noch kein Bett gebaut, fällt mir gerade ein, ne? Das ist, glaube ich, wichtig, sonst finde ich meinen Scheiß, glaube ich, nicht wieder. Also meine Hütte.
Mach's gut, liebe Welt. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Dann höre ich die Vögel noch zwitschern. Ich bin schon Kilometer, 1300, 400 Meter weg. Komme ich denn zumindest mal auf den Boden an? Okay, gleich sind wir bei 2 Kilometern. Nee, ist nett. Was haben wir für Optionen? Habe ich gerade richtig gesehen, dass ich... Oh, ich habe gerade Vögel aufgescheucht, Entschuldigung. Man hält 3 Kilometer unter der Erde. Hier ist eine Tür. Wenn tatsächlich der Wegpunkt nicht wäre, wüsste ich auch gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Gut, dann gucken wir einmal, wenn ich ins Menü gehe. Ach so, er cancelt das in. New Game, ich kann nicht mal continuen, oder was? Ja! Survival Lost Way, Freunde. Gutes Spiel. Bis man sein Auto wieder kaputt macht. Also ich finde es ein bisschen schade, dass... Habe ich jetzt eben... Hätte ich irgendwo auf Save drücken sollen? Ich will kein neues Spiel machen. Survival Lost Way, Freunde. Ich denke mal, das war's fürs Erste. Ich guck mal, ob ich da noch mal reingehe in die Schose. Oder ob wir es lassen, weil ich bin ja auch ganz ehrlich, zumindest das, was wir gesehen haben, war jetzt nicht von allergrößter Bedeutung. Von daher würde ich sagen, fürs Angucken war es mal ganz nett. Ja. Ich guck mal weiter. Ja. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr eins da lasst. Und auch gerne einen Daumen nach oben. Ne? Ihr kennt das ganze Prozedere. Es hilft mir im Algorithmus. Weil ich glaube, 84% der Leute, die meine Videos gucken, die sind noch gar nicht Abonnent. Also habt ihr vermutlich alles richtig gemacht. Na, bis dahin, Freunde. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschaußen.